So, Leute, und wir haben nochmal Kaltheim. Und zwar haben wir Deutsch Kaltheim Set Booster. Dam, dam, da. Die ersten deutschen Set Booster, made in US, was mich immer noch tierisch auf den Sack geht. Ich hätte ganz gerne Einheit. Wow. So eine Kackqualität. Und es wird ja immer schlimmer. Es war damals schon schlimm. Aber es wird ja immer schlimmer, meiner Meinung nach. Viele sagen, es wird besser. Ich finde nicht. Wir haben erstmal hier vorne so einen riesen Giant drauf. Das ist cool. Dann haben wir einen verschneiten Sumpf. Begräbnislangschiff. 2 Mana, 3-3 Fahrzeug mit Wachsamkeit und Bemannen 1. Okay. Unser Theme ist wohl Artefakte. Denn wir können hier ein Artefakt oder Verzauberung zerstören. Wir halten 4 Leben für 3 Mana. Das ist teuer. Jetzt ist es auf einmal ein Vogel. 1 Mana, 1, 2 fliegt Erschlag. Das ist diese Sets. Die haben ein Thema. Das erkennt man nur nicht. Wizard weiß, was sie tun. Getreue Valkyrie, 4 Mana, 3, 2. Für 2 Mana bezahlen kann man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil schicken, statt die Mana-Kosten dieses Zauberschrotts zu bezahlen. Also man kann 2 Mana bezahlen, um einen 3-2 Fliegender zu haben, was ganz cool ist. Dann, aber halt nur mit einer Kreatur. Dann Starnheim Renner, 3 Mana, 2-2, fliegend Artefakte, Verzauberungssprüche, die man wirkt, kosten 1 Mana weniger. Wir haben bisher jetzt Weiß und Artefakte bekommen. Und Flieger. Wir bleiben bei Flieger. Rabenschwingen. 2 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 0 und Flugfähigkeit und ist ein Vogel. Okay. Dann Ausrüstung auf Fahrzeug. 3 Mana, 4-4. Immer wenn der Plünderer angreift, schauen wir die obersten Karten unseres Decks an. Wenn es eine Länderkarte ist, bringen wir sie getappt ins Spiel. Mann für 3. Nicht schlecht. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn wir auf Rot gehen. Nee, wir bleiben in Weiß. Tore von Istvel. Kommen getappt ins Spiel, tappen für ein weißes und für 5 Mana tappen können die opfern, 2 Lebenspunkte zu halten und 2 Karten zu ziehen. Das hier ist nicht Sorcery, wie es sonst immer war. Das ist aber schon eine unserer Wildcards, glaube ich. Das ist die zweite Wildcard. Scamfa-Rächerin, 2 Mana 3-1. Immer wenn ein Elf oder ein Berserker, der kein Spielstein ist, und den du kontrolliert hast, stirbt, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay. Dann haben wir eine Showcase-Frame oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung mehr. Boreales Vorreiterin, 3 Mana 3-2. Wenn du einen Kreaturenzauberspruch wirkst und du also Snow-Mana bezahlt hast, lege eine +1/+1 Mark auf diese Kreatur. Unsere Foil ist Urschlangenkult-Schülerin. Das Foiling ist nicht so schön. Und wir haben einen Vogel. Ein Vogel. Ja, soviel zu dem Set-Booster. Ich finde die Qualität grausam. Ihr hört das auch. Das hört sich nicht geil an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich gesehen. Ciao, ciao.